Die Existenz einer jüdischen Bevölkerung in Morhange ist fast so alt wie die Gründung der gleichnamigen Herrschaft im 12. Jahrhundert. Denn schon 1345, als Graf Simon von Salm den Einwohnern eine Franchise-Karte aushändigte, wurde der Status der Juden von bestimmten Artikeln abhängig gemacht. Es scheint, dass die erste Synagoge von Morhange erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts an einer unbekannten Stelle erbaut wurde. Das imposanteste Gebäude der Synagoge folgte ihm ab dem Bau im Jahre 1864. Die Kultstätte wurde ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde errichtet. Zu dieser Zeit zählte die Gemeinde 56 Israeliten in der Stadt. Das Gebäude hatte eine fein geschnitzte Fassade aus Stein. Der Eingang bestand aus einem großen Trommelfell mit einer Rosette. Das viereckige Gebäude war nur auf drei Seiten mit Erker durchbohrt. Die Westwand war halbförmig mit einer Behausung. Im Inneren befand sich ein Vorraum, der dem Saal der Anbetung vorausging. Das Gebäude war etwa 8 Meter breit und 20 Meter lang. Durch einen Innenhof getrennt befanden sich zwei Nebengebäude, das Apartment des Kantors und die Toilette. Es wurde 1940 während des Zweiten Weltkrieges zerstört, nicht von den in Morhange anwesenden Deutschen, sondern von Waffen-SS, die von anderswo kamen, die Tür aufschlugen und das Innere in Brand setzten. Sie zwangen den dort amtierenden Kultminister Julius Lichtenstein, dem Abriss des Gebäudes zu Propagandazwecken beizuwohnen. Das ist eine Säule, die mit dem Davidstern geschmückt ist, ist das einzige Überbleibsel seiner Existenz. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ die zahlenmäßige Schwäche der jüdischen Gemeinde auf ihren Wiederaufbau verzichten. Eine Gedenktafel, die an die Existenz der alten